Es gibt Momente im Älterdasein, da weißt du nicht mehr, wo dir der Kopf steht. Momente, in denen du vielleicht immer öfter denkst, ich kann nicht mehr. Situationen, in denen du am liebsten den Kopf in den Sand stecken würdest. Aber das geht nicht, denn deine Familie braucht dich und aufgeben ist in der Regel keine Option. Was aber, wenn du feststellst, dass du aus diesem Hamsterrad raus musst, dass du dringend etwas in deinem Leben ändern solltest, dir zuliebe, aber auch für deine Familie. Möglicherweise beachtest du Seiten an dir, die du gar nicht magst. Vielleicht bist du auch ein wandelndes Sprengfass, das droht, bei der nächsten Herausforderung in die Luft zu gehen. Wir sind selbst älter und kennen sowohl auf eigene Erfahrung als auch aus unserem Umfeld sowie durch unsere Arbeit die enormen Belastungssituationen oder auch Herausforderungen, denen Familien in der heutigen Zeit gegenüberstehen. Gleichzeitig sehen wir unsere Verantwortung als Eltern, unseren Kindern gegenüber ein gutes Vorbild zu sein. Unsere Verhaltensweisen prägen die Kinder, ihr Leben, ihre Gefühle, ihr Handeln und somit langfristig auch unsere Gesellschaft. Diese Vorbildfunktion sollte nicht eine zusätzliche Muss auch oder ohnehin schon zu lang Todoliste werden, sondern eine Einstellung, die dein Denken, Fühlen und Handeln prägt. Wenn du dich also aus tiefstem Herzen fragst, in was für eine Welt du leben möchtest oder was du dir für deine Nachkommen vorstellst, dann ist es bestimmt nicht ein Alltag, der nur von Stress und Unzufriedenheit bestimmt wird. Aus diesem Grund, es ist unser Herzensanliegen, mit unserem Entspannung Wege auszuzeigen, wie Familie trotz verschiedener Herausforderungen in Harmonie und voller Freude zusammenleben können. Neben den 12 folgenden Impulsen wirst du während der Kongresszeit kostenlos ganz viele wertvolle Informationen und Anregungen von namhaften Experten erhalten. Lasse dich inspirieren und suche dir das heraus, was zu dir und deiner Familie passt. Wir wünschen euch ein glückliches und selbstbestimmtes Familienleben. Erste, sag, was du willst. Kennst du das, wenn du in der Hektik des Alltags Sätze sagst wie: Schatz, pass auf, dass du dir nicht weh tust? Oder: Warum musst du immer alles unordentlich machen? Jetzt fragst du dich vielleicht, worauf wir hinaus wollen. Wir haben ein kleines Experiment für dich. Denke jetzt bitte nicht an eine gelbe Zitrone. Also stell dir auf keinen Fall eine Zitrone vor. Hast du das Experiment mitgemacht? Falls ja, hast du, wie so viele andere Menschen auch, doch irgendwie an eine
Zitrone gedacht oder dir ist womöglich bei der Vorstellung der Speicher vermehrt geflossen. Dieses Experiment sollte zeigen, dass unser Gehirn, unser Unterbewusstsein keinen Unterschied zwischen Verneinungen und dem Mag, was wir eigentlich wollen. Es nimmt die Information auf, ohne sie zu bewerten. Was also ankommt in die Vorstellung, dass sich das Kind wehtun oder alles unordentlich machen soll. Gewöhne dir also besser an, das zu kommunizieren, was du möchtest. Beispielsweise: Schatz, fahr bitte vorsichtig. Durch das Kommunizieren deiner Anliegen kann deine Familie besser einschätzen, was du wirklich willst und auch das Gewünschte und nicht das ungewünschte Ergebnis steht als Gedankenbild. Zweite, organisiere dich. Es ist nicht die Summe der unerledigten Dinge, die den meisten Menschen Stress bereitet, sondern die Ungewissheit, wann und wie die Dinge erledigen sollen. Unterteile deine Aufgabe in kleine Schritte, plane genügend Pufferzeiten ein, sodass du auch unvorhersehbare Dinge wie kranke Kinder eventuell nicht komplett aus dem Konzept bringen und nutze für Termine und anstehende Aufgaben Hilfsmittel wie beispielsweise To-Do-Liste, einen Kalender oder eine Familienboot. 3. Die Kraft der Rituale. Rituale können den Familienalltag erleichtern und bei unliebsamen Themen und Tätigkeiten wie zum Beispiel Hände waschen, Zähne putzen, Aufräumen und Hausaufgaben, Diskussionen und angespannte Nerven vermeiden. Aber auch im Zusammenhang mit schönen Themen wie zum Beispiel einem gemeinsamen Spielabend pro Woche können Rituale Orientierung und Sicherheit für die Kinder bieten. Ein Ritual kann darüber hinaus auch als Belohnung und Motivation eingesetzt werden. Beispielsweise gehen alles auf den Spielplatz, sobald das Zimmer aufgeräumt ist, oder es wird ein besonderer Ausflug gemacht, wenn das Kind mit einem guten Zeugnis nach Hause kommt. Vierte, Gesundheit ist das A und O. Wer selbst keine Kraft mehr hat, kann auch für andere nicht da sein. Vielleicht bist du schon einmal geflogen und erinnerst dich an die Sicherheitsanweisungen in Bezug auf die Sauerstoffmaske und die Schwimmweste. Warum sollte ich mit erst helfen, bevor ich meinem Kind behilflich bin? Weil ich es so gar nicht mehr kann. Dieser Aspekt ist im Familienalltag oft schwerer umzusetzen, als man denkt. Trotzdem ist es so unbeschreiblich wichtig, dass du dich um dich und deine Gesundheit kümmerst, weil niemandem geholfen ist, wenn du plötzlich komplett auffällst. Was kannst du also tun? Angefangen bei der Ernährung, bis hin zu Bewegung und Sport gibt es viele Möglichkeiten und bei vielen kannst du sogar deine Familie integrieren. Fünfte, atme.
Wenn wir angespannt sind, halten wir oft automatisch unseren Atem an. Dabei ist der Atem sehr wichtig für unseren Körper, da unsere Organe durch unsere Atmung mit Sauerstoff versorgt werden. Wenn du also gestresst bist, nimm mal bewusst ein paar tiefe Atemzüge und du wirst die Wirkung direkt auf körperliche Ebene merken. Die Atmung kannst du auch als Strick verwenden, wenn du aufbrausend bist oder dich über etwas ärgerst. Bevor du reagierst, atme ein paar Mal tief ein und aus. Zähle innerlich mindestens bis 10 und überlege dir dabei, ob dein erster Impuls noch raus muss oder du nun anders mit der Situation umgehen kannst. Sekte, Erzähle, Kinder lieben Märchen und Geschichten. Bei Erwachsenen wird das gleiche Prinzip verwendet, nur unter dem Namen Storytellings. Wenn etwas in deinem Familienalltag nicht so gut klappt, kann es hilfreich sein, mit Geschichten zu arbeiten, sodass die anderen Familienmitglieder darauf lernen können. Achte jedoch darauf, dass es bei den Geschichten nicht um einen Vergleich geht und beispielsweise dem Kind suggeriert wird, dass das Kind XY besser, wertvoller ist. Zweck der Geschichten ist aus der Erfahrungen und dem Verhalten anderes zu lernen, Motivation zu erhalten oder neue Impulse mitzunehmen. 7. Gehe raus. Ein sehr einfach umsetzbarer und gottenfreier Tipp für mehr Entspannung ist es, die Wirkung von frischer Luft und der Natur zu nutzen. Kinder können sich beispielsweise draußen austoben und Anspannungen abbauen oder auch die Schönheit und beruhigende Wirkung der Natur für sich entdecken. Das gibt ebenso für dich. Schon ein paar Minuten an der frischen Luft können Wunder wirken und deine Energiereserven füllen oder deine Ärger mildern. Einige Familien haben auch das Ritual eingeführt, dass sie bei Streit so lange miteinander an die frische Luft gehen, mit der Streit für alle Parteien geklärt ist. Achte, verändere deine Wortwahl. Hast du dich schon mal selbst beobachtet? Wie redest du? Ist die Art und Weise für dich und deine Familien förderlich? Was wird mit deiner Wortwahl vermitteln? Ob entstehen Spannungen und Verletzungen aufgrund unachtsam ausgesprochener Worte oder wir geraten selbst im Stress, weil wir unserem Umfeld ständig sagen, wie gestresst wir sind. 9. Sorgen für Entspannung. Anspannung und Entspannung sind wichtig in unserem Leben. Nimm ein von beiden überhand, so wirkt sich dieser Ungleichgewicht auf Körper, Seele und Geist aus. Bei Familien überwiegt meist die Anspannung. Suche dir Methoden und Techniken, wie du im Alltag schnell entspannen kann. Sei es mit autogenem Training oder progressiven Muskelentspannung, Yoga, Meditation, Atmung,
eventuell. Diese Balance ist nicht nur für dich, sondern für die gesamte Familie wichtig. Schaffe also bewusst Pausen und freie Räume oder auch Zeiten, in denen du nichts machst und einfach nur hier und jetzt sein kannst. Plane diese Zeiten als Daten mit dir selbst und verteidige diese Zeit, wenn sie ist sehr wichtig. Ebenso wichtig ist es, neben entspannender Dinge das zu tun, was dir Kraft und Motivation für den Familienalltag schenkt. Falls du auch anhilfst, nicht mindestens 10 Ideen hast und du dich öfter erschöpft fühlst, erstelle eine Liste mit Tätigkeiten, die dir gut tun und integrieren diese in deinen Alltag. 10. Schaffe Klarheit im Beruf und Finanzen. Wer Unzufriedenheit mit seiner Arbeit oder ständig Überlebensängste hat, kann oft auch im Familienalltag nicht wertfrei und offen auf die Begebenheiten reagieren. Wenn du zufrieden bist, alles okay. Aber sollte ein Bereich dich nicht glücklich machen, schau, dass du deine Familie zuliebe etwas daran änderst. 11. Überprüfe deine Erwartungen. Oft sind es die eigenen Erwartungen an uns oder unser Umfeld, welche unnötige Stress erzeugen, beispielsweise der Gedanke, sowohl als Elternteil als Partner, Mitarbeiter, Kind eventuell perfekt sein zu müssen und den gesellschaftlichen Anforderungen zu genügen. Erinnere dich in solchen Momenten, dass es womöglich nur in deinen Vorstellungen so ist und niemand außer dir so viel von dir erwartet. So kannst du es dir auch erlauben, nicht so hart über dich zu urteilen. Wenn man etwas nicht hundertprozentig ist und gleichzeitig kann, du deine Handeln und Denken überprüfen, ob alles genau so sein hat und dich von manchen vermeintlichen Todo befreien. Schön ist auch, den Fokus auf deine Leistungen zu lenken und das Wertschätzen anzuerkennen, was du täglich leitest. 12. Mache etwas Verrücktes. Kleine Kinder leben noch im Hier und Jetzt, während wir Erwachsene unsere Ideen und Bedürfnisse oft unterdrücken, da sie unvernünftig erscheinen oder es vielleicht aus gesellschaftlicher Sicht unangemessen sein könnte. Um mehr Leichtigkeit und vielleicht auch neue Impulse in deinen Alltag zu bringen, kann es ab und zu hilfreich sein, wenn du etwas für dich völlig untypischer oder verrückter machst. Wenn du zum Beispiel mal mit deinen Kindern, mit deinen Händen isst oder für eine Wochenende in Indianer Lager in eure Wohnung bau, du mal die ganze Nacht durch Filme schau, mal ja sag, wenn du so nein sag oder dir eine Kindheit Traum füllt. Dankeschön für das Zuhören. Alles Liebe!